Seit Wochen versucht das Regime im Iran, die regierungskritischen Proteste zu unterbinden. Mit Drohungen, mit Verhaftungen und mit Gewalt. Menschenrechtler berichten von mehr als 280 Toten und vielen Tausenden, die eingesperrt wurden. Die Bundesregierung reagiert jetzt mit einem drastischen Schritt. Alle Deutsche sollen den Iran verlassen. Für sie bestehe die konkrete Gefahr, willkürlich festgenommen, verhört und zu langen Haftstrafen verurteilt zu werden, warnt das Auswärtige Amt. Gefährdet seien vor allem Menschen, die neben der Deutschen auch noch eine iranische Staatsangehörigkeit besitzen. Nachgefragt bei Katharina Willinger, sie ist unsere Korrespondentin für den Iran, zurzeit in Istanbul, weil sie vom Iran keine Einreisegenehmigung bekommt. Katharina, wie gefährdet sind die deutschen Bürger und Bürgerinnen tatsächlich in dem Land? Nun, laut dem Auswärtigen Amt sind sie momentan hochgradig gefährdet. Und man muss dazu sagen, das ist ja nichts, was sich erst in den letzten Tagen und Wochen zugespitzt hat. Das ist ein Prozess, den wir schon seit vielen Jahren beobachten. Es sitzt geschätzt eine 5 bis 6 deutsche Staatsangehörige, die genaue Zahl ist uns nicht bekannt, in Haft im Iran. Darunter eben auch Doppelstaatler, unter anderem auch die Kölnerin Nahita Ravi. Die sitzt seit mehr als 2 Jahren in Haft und die Gründe sind nicht genau bekannt. Das sind Schauprozesse, die dann gegen diese Menschen laufen. Das weiß natürlich das Auswärtige Amt und hat jetzt beobachtet, dass sich das im Zuge der Proteste weiter zuspitzt. Es wurden unter anderem französische Staatsbürger verhaftet, im Staatsfernsehen vorgeführt und gegen sie wird dann Prozesse eröffnet, die man auch nicht rechtsstaatlich nennen kann und auch nicht beeinflussen kann. Es gibt keine unabhängige juristische Betreuung. Und dann kommt noch dazu, dass Deutschland bzw. die Bundesregierung in den vergangenen Wochen immer mehr ins Zentrum der Proteste gerückt sind von Seiten des Regimes. Da wird das Narrativ gefüttert, dass alles vom Ausland gesteuert sei und dass da eben auch die Bundesregierung ihre Finger mit im Spiel haben soll. Und dann gab es vor 2 Tagen eine große Demonstration vor der deutschen Botschaft in Teheran mit Systemanhängern. Und aus dieser Gemengenlage heraus hat das Auswärtige Amt vermutlich sich zu diesem Schritt nun durchgerungen. Wie ist denn die Lage ganz grundsätzlich? Inwiefern gehen die Proteste weiter und wie reagiert das Regime? Nun, heute war in Karaj, das ist eine Stadt 50 Kilometer westlich der Hauptstadt Teheran circa, sehr viel los auf den Straßen. Das liegt daran, dass sich heute der 40. Tag nach dem Tod einer jungen Demonstrantin, die vor 40 Tagen eben erschossen worden sein soll von Sicherheitskräften im Zuge der Proteste, der hat heute stattgefunden und da trauert man normalerweise um Verstorbene, aber in dem Fall dieser jungen Frau wird jetzt eben protestiert auf den Straßen und diese Fälle, die häufen sich jetzt natürlich. Sie haben es angesprochen in der Moderation. Mehr als 250 Menschen sollen bereits erschossen worden sein. Um diese Menschen wird getrauert und auch immer 40 Tage nach dem Tod wird weiter protestiert. Wir sehen weitere Proteste an Universitäten, an Schulen. Also das durchzieht sich über das ganze Land, über alle 31 Provinzen. Mal mehr, mal weniger, mal lauter, mal leiser. Aber es ist auf jeden Fall ein Prozess, der momentan täglich weiterläuft. Haben denn diese Proteste schon irgendwelche Veränderungen in dem Land gebracht oder ausgelöst? Von Seiten des Regimes mit Sicherheit nicht, denn zum einen ist dieses Regime ganz klar der Meinung, dass man sich nicht in irgendwelche Richtungen lenken lässt von den Menschen auf der Straße, da man sie als Unruhestifter, als Kriminelle abstempelt. Und auf der anderen Seite muss man sehen, dass die Menschen auf der Straße ja genau das kritisieren, nämlich dass das Regime gar nicht reformfähig sei. Das geht ja nicht mehr um Reformen, es geht ja nicht mehr um Zugeständnisse, sondern es geht um die Systemfrage, um ein Ende der Islamischen Republik, das die Demonstranten fordern. Insofern offiziell gibt es keinerlei Bewegung, damit ist auch nicht zu rechnen. Inoffiziell ist es so, dass die Menschen im Iran, die auf die Straße gehen, sich immer mehr Mut zeigen, sich immer mehr Verstöße gegen die Scharia, gegen das Regelwerk der Islamischen Republik an den Tag legen. Beispielsweise sehen wir in der Hauptstadt Teheran sehr viele Frauen, die ohne Kopftuch jetzt über die Straße laufen. Das ist nicht so, dass das Regime das jetzt duldet und sagt, wir gehen dann einen Schritt zurück. Es ist einfach nur so, dass es derzeit nicht geahndet wird, weil in dieser Masse die Frauen, die auf die Straße gehen, immer mehr Mut zeigen. Das sind kleine Veränderungen, die wir im Alltag beobachten können, aber es ist nicht davon auszugehen, dass da jetzt große politische Reformen zu erwarten sind. Katharina Willinger, vielen Dank für Ihre Einordnungen. Danke nach Istanbul. Gerne.